Jawohl, viva la Revolution! Viva la Moral! Viva la Moral! Viva la Revolution! Yeah! Was? Was? Was hast du jetzt gesagt? Ach, Leute, hört euch das, müsst ihr nochmal genau anhören. Nein. Viva la Revolution! Viva la Remoulade! Kommst du? Jawohl, viva la Remoulade! Ich hab dein Auto repariert, kommen Sie. Ja, warum muss ich denn schon wieder fahren? Ja, weil ich fliege doch. Ja. Aber wenn right? ich Ihnen das Auto schenke, also das Flugauto. Viva la Revolution! Jawohl. Viva la Remoulade! Dann können Sie auch fliegen. Viva la Remoulade! Dann kannst du auch fliegen. Ja. Aua, machen Sie nicht mal alles kaputt. Ja, toll. Der fährt gut, ne? Wie weit ist denn das? Ist doch hier. Das ist drauf, ne? Ja. 160. Da, hier links. Stopp. Links. Da ist doch schon hier. Hier geht's hoch. Ja, wir hätten auch direkt reinfahren können. Jetzt nicht so weit fahren. Stopp. Da sind böse. Ich steig mal aus und suche mir mal eine schöne Stellung. Ach, der macht schon wieder Randal. Ich wollte das so schön leise sneaky machen. Und der leise geht da wieder, sneaky? Der geht da wieder rein wie Kasala. Passen Sie mal auf jetzt, was jetzt passiert. Was denn? Oi. Oi. Dani, der Angriff auf den Hafen beginnt. Es wird Zeit, McKays Invasion unserer Kreise. So, jetzt können wir in Ruhe alles wegmachen hier, genau. Danke dafür bezahlen, was er uns angetan hat. Ich hab was machst du da? Ich hab versucht. Ich hab's mal für dich erledigt, ne? Ja, oh, wir kriegen Besuch. Ja klar, kriegen wir Besuch. Wir kriegen immer Besuch. Alter. Aua! Der Knarre ist halt echt blöd. Was meint ihr mal mit hier? Wir müssen auch noch ein paar Pakete einsammeln. Alter. So. Warst du das schon? Nimm mal deinen Punkt da weg. Was ist noch deine Markierung? Oh, und dieses. Boah. Ach so, ja, die Markierung. Boah, diese Lautsprecher, ne? Boah, die nerven ja so. So, hier muss irgendwo noch. Die Kiste sein. Ja, ich bin schon da. Glaube ich nicht, dass sie da sind. Doch, hier ist auch eine Übersicht. Ich glaube, dass ich da bin. Ganz viele Kisten. Und wir haben... Fertig. Hä? Das sind ja noch mehr Dinger. Was denn? Noch zwei Ziele. Ja. Dann nehmen wir jetzt erst den. So. Warte mal, die Kiste soll aber hier noch sein. Ist das hier nur die, Ich hab die schon mal markiert. Ist die hier auf dem Dach oder was? Ah ne, hier, das ist die Munitionskiste, okay. Da ist auch noch Wo steht denn unser Auto? Das muss da hinten oben stehen, ne? Haben sie alles eingesammelt? Nein. Weil? Weil ich nicht so schnell bin. Hier ist auch noch mal Munition. Nehmen wir auch noch mit. So. Kommen Sie ein bisschen weiter. Ja. Aber in der Zeit kann dann... ich weiß, was Sie falsch machen mit Ihrem komischen Dingsbums da. Was Sie falsch machen. Ja, du musst auch da hingucken, wo du hinzielen willst, ne? Ach so. Und nicht einfach nur auf V drücken und dann da irgendwo hinballern. Deswegen triffst du nicht. Ach so. Ich verstehe. Ja, wahrscheinlich nicht, aber... So, ab ins Auto, weiter geht's. Ja, ich komme. Hören Sie das Krummel? Oh. Sind Sie rein hier? Ja. Schon drin? Ja. Weiter geht's! Holz dann wir die Waffe, dann werden wir nicht sofort angegriffen. Links?
Da hinten ist es doch schon. Obwohl, ja doch, das ist zuerst. Und dann geht's ab nach Castillo. Ja, mal abwarten, ob das wirklich so ist. Und noch ihr Flugteil muss ich auch noch besorgen. Aber wir müssen noch abwarten, bis unser Dings geladen ist. Ach, den brauchen wir nicht. Ich habe einen Raketenwerfer und ich habe einen Granatenwerfer und hier rechts hätten sie gemusst. Nein. Meinen Sie nicht? Ah, jetzt rechts, okay. McKay, bist du am Hafen? Das bin ich tatsächlich. Ich sitze hier sicher in meinem kleinen Panikraum. Von den Russen gebaut und nicht zu öffnen. Ich warte einfach mal auf Castillos Verstärkung. Klasse. Ich komme vorbei und sag Hallo. So. Wenn du allein kommst, können wir gern die Lage Raketenwerfer ausgerüstet. Und los geht's. Dann wollen wir mal. Nummer 1. Ja, die müssen hochgehen, die Dinger. Nummer 2. Nummer 3. Helikopter! Wo ist Helikopter? Wo ist Helikopter? Wo ist der? Ich sehe ihn noch nicht. Da kommt er von vorne. Helikopter! Helikopter Victor! Wieder Bumsti! Aua, wer wird denn da angegriffen? Hallo? Was soll das? Was ist denn hier los? Adios, Helikopter! Da ist der Panzer! Wo? Aua! Oh, die ist tot, ich konnte ihn nicht mehr wiederbeleben! Du bist auch gleich tot, wenn du nicht aufpasst! Helikoptero! Da hinten sind noch die beiden Dinger, die müssen auch noch weg. Ja, ich bin noch dabei. Bleiben Sie locker. Du, ey, du bist gar nichts. Schon wieder Hubschrauber. Ja, kümmere du dich um den Hubschrauber. Wo ist Helikopter? Ich kümmere mich um den Helikopter. Das ist doch der Helikopter. Helikopter, da ist er doch. Oh. Helikopter. Nummer 1. Ich habe keine Muni mehr. Oh, Granatas. Wo ist Helikopter, du? Über mir ist Helikopter, du. Oh, ich muss weg. Bleib stehen, du Arschloch. Helikopter, du. Ja, warten Sie, der schmeißt die Granatos. Helikopterus, wo ist Helikopterus? Hier ist ja voll das Action-Teil. Ich sehe den Helikopterus nicht. Helikopter, du, noch ein Schuss, dann ist er weg. Ich sehe ihn nicht. Ich bin blindus. Ich hab nichts mehr. Ich kann nicht mehr schießen. Ich rette sie. Komm. Weitermachen. Helikopter, du. Ja, ich such den ja, aber ich sehe den gar nicht. Was ist der denn da über mir? Oh, ich sehe den nicht, verdammt. Mann, der ist doch hier vor dir, Mann. Mein Gott, Nemiri. Oh, ehrlich jetzt mal. Guck doch mal ein bisschen hin, ey. Ehrlich, ich sehe ihn nicht, verdammte Scheiße. Ich werde hier ständig... Jetzt hinter dir! Warte. Ach, du bist so blöd. So, jetzt muss ich erstmal hier irgendwie. Helikopter, du! Hast du den jetzt erledigt? Ne, den noch nicht. Dein Ernst? Dauert hier alles ein bisschen, Mann. Alter. So. Mein Gott, Miri! Warum schreist du denn so nach mir? Ja, weil du den Heli wegmachen sollst! Ich sehe hier keinen Heli! Oh, da oben! Da über dir! Da oben ist der! Dann musst du deinen Arsch mal ein bisschen bewegen! Ach, ich sehe hier keinen Heli bei mir! Mann, hier oben! Es wird keiner angezeigt! Hier ist der! Ach, da, jetzt sehe ich ihn jetzt! Mein Gott! Ja, der war verdeckt! Ja, Leute, ehrlich, also... Ihr habt das doch gesehen, Leute. Ja, du bewegst deinen Arsch der auch war nicht. Hinter dem Haus, da konnte ich den ja, natürlich, Miri. Alles gut, mach dir mal keinen Kopf. Herrlich. Ich mach das schon. Adios, Helikoptero. Adios, Helikoptero. Naja, Helikopter. Jetzt hat sie große Fresse, weißt du? Wir nehmen keine. Jetzt hat sie große Schnauze. Adios, Helikoptero. Oh, warte mal. Adios, Helikoptero! Wow. Jetzt hat sie große Fresse.
Das ist ein Vogel, ist das, ey. Schnellfeuer-Miri hier. Schnellfeuer-Miri. Leute, ihr habt's gesehen, ne? Also, ich weiß nicht. Es gibt Menschen, die stellen sich einfach blöd an. Also wirklich. Ich hab den nicht gesehen und ihr habt das auch gesehen. Und ja, wenn man da steht, wo du standst, dann kann man den auch nicht sehen. Das stimmt allerdings. Da muss ich dir vollkommen recht geben. So was. Aber man begibt sich ja aus der Komfortzone ja nicht raus. Oh, warte mal, da müsste eine gerettet werden. Aua. Wie? Wo kommst du denn her? Da muss eine gerettet werden. Noch ein Heli! Ja. Oh. Miri! Warte! Oh. Ich muss hier erstmal... Der schmeißt doch Granatos und dann sind unsere Leute immer tot. Ich habe keine Schüsse mehr für den Heli. Alter, was geht hier ab? Warte mal, ich habe jetzt gleich Schüsse. Volle Munition, jawohl. Helikoptero, da ist er. Ich hab ihn. Aua, aua, aua. Machst du den mal weg vielleicht? Ist das möglich? Bin dabei. Aua, ey, sag mal. Seid ihr bescheuert? Helikoptero. Boah, wie viel sind denn hier von euch? Zack. Mach ich die Scheiße halt selber, ey. Ja, ich kann euch hier nicht 10.000... Ja, du kannst nicht. Nee, du kannst nie. Ah, ich seh nix. Du bist einfach nicht in der Lage, hier was zu tun. Das ist das Problem. Adios, Helikopter! Ich hab das mal alles eben erledigt, ne? Ja, ich bin ja hier mit den Typen zugange. Ja, ja, dann mach mal weiter mit dem Typen. Gehört mir. Leute. So. Helikoptero, du. Wir müssen uns McCabe, den komischen... Nein, wir können jetzt hier gar nichts. Ich bin hier voll im Gefecht, ey. Boah, die rennen aber auch wie die Luftglocke, wie Hühner. Zack. Oh, hallo. Das sind unsere. Panzer! Panzer! Helikoptero! Panzergeschichte! Ja, mein Supremo hat das gemacht und diesmal hat das... Mein Supremo war das! Leute, ich sag dazu nichts mehr. Also ihr habt's bei mir gesehen. Ihr habt's bei mir gesehen. Die möchte immer sehr gerne, aber kann nicht. Das war ich auch. Ja, das mag ja sein. Conjo, sagt er, Conjo. Ja, wir alles nehmen klar. Keine Gefangenen. So. Aua! Aua! Boah, was ist denn hier los, Leute? Kommen die denn alle her? Ich weiß nicht, da muss ein Loch sein oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich werde mal hier unser Ziel machen, ey. So, nicht, ey. So. Wo ist der McKay? Den töten wir jetzt. Oh nein. Wie läuft's denn so, Rucksack? Hör zu, bin spät dran, also. Oh nein. Nee. Da muss man wieder rausrennen wahrscheinlich. Das gibt's doch gar nicht. Ach du Scheiße! Raus hier! Ich bin tot. Auf das Schiff! Ich bin tot! Du warst am Fenster, ich war an der Tür. Okay, auf das Schiff. Ach du Scheiße. Yelena, McKay war nicht da. Wo war eine Falle? Oh. Wir müssen zum Ziel zurück. Ja. Dann war der Informant ein dreckiger Verräter. Wenn ich irgendwas über ihn ersuchen weiß, dann, dass sie nur einen Plan B haben, wenn die Dinge nicht gut laufen. Oh, das Schiff geht unter. Das stimmt, Schlaumeier. Auf welchen anderes? Davor ist noch eins. Der jetzt bestimmt tot. Das hat Chido schon ewig da. Bist du dieses Mal ganz sicher?
Die Info ist von einer von Gilbertos Leuten. Sie ist selbst auf dem Schiff und hat Sichtkontakt. Bin unterwegs. Gilberto wird sich melden. Hier vorne sind so Flugteile, also so Scooter. Hier vorne steht auch noch ein Panzer, ne? Ja. Und ein Heli. Warte, ich mach den Heli erstmal runter. Das war's für dich! Meine Leute sagen, dass an den Docks Boote liegen. Schnapp dir eins und verfolg McKay. Con gusto. So, komm, auf das Boot! Ja. Ich hab Boote an den Docks gesehen! Aufs Boot! Ja, ich bin drauf. Aufs Boot! Ja, da komm ich doch hin. Bin ich schneller hier. So, warte, ich komm. Ich fahr schon. Mach hin. Ja, hau ab da. Dann lass mich doch da ran. Bist du am Geschütz? Nee. Komm da nicht drauf. Lass mich fahren. Ja, dann fahr du. Du sollst hier auf das Schild so laut auf den Heli schießen. Chameleon seid einfach wunderbar. Ich weiß, aber Murmansk. Wo ist denn hier rechts ist der Rauch. Rechts. Alles klar, dann schieße ich mir mal den Weg frei. Viel Glück, Schätzchen. Da ist das Loch. Oh. Schieß! Ja, ich bin dabei. Wenn du das Loch nicht siehst, such nach dem Rauch. Verstanden. Okay. Oh. Dann tauchen wir mal ein bisschen. Wir holen. Wo soll's da? Also, das ist nicht zu glauben, ey. Ach so, wir müssen auf das Loch schießen? Scheiße, warte, dann mache ich das eben. Einfach auf die Klappe da schießen! Ja, ich habe gedacht, wir müssen da rein. Ich dachte, wir können das Schiff kapern. Ich habe keine Munition mehr, der schießt nicht mehr. Ja, er muss warten. Sollte da hinschießen, wo der Rauch herkommt. Ja, ich mach das gleich. Offen! Okay. Dann kann man jetzt da rein. Ja, cool. Ich hol mir den McKay jetzt. Haha. Ich bin drinnen. Muss hier raus. Ja, schön, dass er wieder alleine was macht. Och, Mann, Miri, ey. Hauptsache, du bist drin, weißt du. Warte ja auf dich. Ja, ich bin tot. Warum? Ist das gefährlich? Warum kämpft die Soldaten überhaupt noch? Verschwindet von hier! La Moral, Libertad oder wie sie heißen, die scheiß Dorias haben gewonnen! So, machen wir mal hier ein bisschen Kasala. Sind ein paar chemische Waffen. Ich glaube, auf dem anderen Schiff waren noch mehr. Und McKay? Ich sehe ihn nicht. Ich guck mal oben. Oh. Lass die verrecken sowieso. Ja, ja. Warte, bis er weggezogen ist. Ja. Also. Hi. Oh. Spezialeinheit. Boah, schieß doch mal. So, hab ich jetzt gerade. Aber ich muss Munition die stärkere mitnehmen. Waffe haben. Nee, brauchst du nicht. Weiter, weiter, weiter. Wo ist das Arschloch? Wo ist dieser Drecksack? Hallo? Hi! Oh. Oh, mit der Waffe kann ich hier gar nichts, ey. Alter. Toll. Ach, Granata. Guck mal, wo die alle mal hinfliegen, da die Typen. Das ist ja geil.
Dann mach ich doch ganz was anderes hier. Hi. Du auch noch? Bleib doch mal stehen. Alter. Ach, noch einer. Oh, was ein Gewicht. Oh, ich brenne. Yeah. Brenne. Ja. Oh, du rutscht. Meine Güte, was ist denn hier los? Wer schießt denn hier überhaupt? Ich brenne. Boah, leck mich doch am Arsch. Wer schießt hier? Ja, ist unser Schiff, genau. Alter. Also so wird das hier nichts. Ich werde hier wahnsinnig. Mein Gott, nee. Ich brenne auch. So. Jetzt habe ich die Schnauze aber voll hier. Oh, Leute. Ach, da aua. Ist so ein Brenndingern hier. Nee. So, volle Moon habe ich jetzt wieder. Aber nicht volle Gesundheit. Das ist das Problem. Ich muss einen Moment warten. Scharfschütze, scheißegal. Ich muss einen Moment warten. Ich lauf jetzt einfach. So, weiter geht's. Das sind unsere. Wo sind denn die Doofen da oben? Da ist auch noch einer. Wo bist du denn? Hier unten steht da. Bam! Kopf weg. Jawohl, einer. Und jetzt noch der da hinten. Bam! So. Kannst du bitte mitkommen, da wo wir hin müssen? Danke. Ja, ich bin dabei. Wie sind die Guerilleros auf das Boot gelangt? Wir müssen nach oben. Ja. Wo geht's hier nach oben? Ich guck mal hinten. Hier, hinten. Hier ist ein Mörser. Ja. Da oben ist ein Scharfschütze. Warte. Scharfschütze down. Ja, verstanden. Ich gehe zur Tür. Warte. Ich mach die Tür auf. Ja. Jetzt. Na schön, Juan. Der Rucksack ist hier. Danny, die Lage hat sich verändert. Das will ich jetzt nicht hören, Juan. Sie, er ist eine Warze am Arsch eines Wiesels. Aber wir haben einen Deal. McKay bietet uns einen Riesenhaufen Kohle an, wenn wir ihn gehen lassen. Wir reden über echt viel Geld hier. Das wird Clara nie absegnen. Überlass sie mir. Wir beide wissen, dass der echte Krieg erst losgeht, sobald Castillo tot ist. Und diesen Krieg gewinnt man nicht ohne Cash, glaub mir. Mit Kugeln haben wir ziemlich viel erreicht. Lass ihn in Ruhe und geh zurück zum Hafen. Ich bin schon unterwegs. Es ist Zeit zum Feiern. Wir haben gewonnen. Nein, nicht gehen lassen. Auf keinen Fall. Okay. Eine noch im Bein. Adios, okay. Oh. Hast ihn doch abgeknallt, ne? Ja. Danke. Ja, so einen können wir nicht gehen lassen, Leute. Nein, natürlich nicht. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Party! Hey! Du bloß von Ron hätte gesehen, wie du den Wichser erledigst. Scheiß auf McKays Geld. Applaus für Danny. War das jetzt eine gute Entscheidung, Freunde? Ich habe genug. Das ist eine gute Frage. Ist jetzt Juan unser Gegner? Lucky. Heute fühle ich mich das erste Mal in meinem Leben wirklich glücklich. Wenn ich in die Augen eurer Generation sehe, sehe ich dasselbe Feuer, dieselbe Leidenschaft und dieselbe Hoffnung, die ich in meiner sah. Gemeinsam haben wir die Chance, etwas Neues zu erschaffen. Ihr seid dran. Macht das hier zu Yaras letztem Krieg. La Moral. Legenden von 67. Bienvenidos al este, Clara. Willkommen bei Libertad. Gracias, aber nein. La Moral kommt gut zurecht. Ist das so? Wir helfen, Castillo zu töten.
Aber wir behalten noch Libertad im Auge. Ich soll darauf vertrauen, dass dieser faltige Opa unser Yara rettet? Nein. Wir kämpfen. Wir folgen nicht. Ich kann sie leiden. Das tue ich auch. Wir sehen uns in Esperanza. Dale. Party! Party! Jawohl, La Moral und die Legenden werden mit Libertatis. Haben wir alle auf unserer Seite. Ja, Leute. Und jetzt kommt der am Endkampf. Ich würde mal sagen... Warte mal, Leonis Ruhe, Sanchez Ruhe. Academy. Ruhe. Was nehmen wir noch mit? Ich weiß, dass viele über die Revolution von 67 sprechen, als wäre sie ein Traum. Dass diese Mörder Helden waren. Doch sie löschen eure Zukunft aus, so wie die meines Vaters. Wenn ich in eure Augen blicke, sehe ich Löwen. Libertad, La Moral, Mörder von 67, das sind Lügen! Die Wahrheit, die tragen alle denselben Namen. Terroristen! Ich habe die Vision, das Paradies wieder aufzubauen. Doch diese Terroristen haben dafür gesorgt, dass wir dieses Paradies mit Blut bezahlen. Möge dies Yaras letzte Revolution sein. Sichern wir den Sieg für die Löwen! Ich glaube, das war ein Fehler von ihm. Ja, verdammt. Ich glaube auch. Ich wünschte, ihr wärt hier. Freunde! Das war ein Fehler von seinem dämlichen Vater, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Richtig. Ich hoffe, dass das ein Fehler war. Okay. Leute, wie das hier weitergeht, und das wird wahrscheinlich der Endkampf werden. Jetzt glaube ich, Ja. Ich gucke noch einmal nach. Und zwar im Notizbuch. Ich gucke auch rein. Notizbuch. Deportiert. Das ist unser. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Setzen wir Mickey um diesem Kapitel im Kolonismus ein Ende. Doch, das ist das Ende. Verlasse das Hauptquartier von La Moral. Wir müssen da nur raus. Und das sehen wir beim nächsten Mal. Also Leute, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.